Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 True Farming Projekt. Und meine lieben Freunde, wir sind wieder zurück in Schwatzingen mit dem Miguel, dem Peter und hinten mit dem Harry Hafer. So, endlich wieder zurück. Es war eine lange Fahrt. Oh, ja. Was für eine Geschichte, Harald, ohne Witz. Was für eine Geschichte. Harald. Ich glaube, der ist eingepennt. Warum hat er die Tür zugemacht hier hinten? Harald! Harald! Sag mal, habt ihr einen Arsch offen? Du! Du! Geh habt weg! Ihr einen Arsch offen? Rolfi Golfi, geh in dein Auto. Was für Rolfi Golfi? Gib mir gleich Rolfi Golfi. Fahr bloß weg, Alter. Mit dir fange ich gleich an, sobald ich bei mir am Hof bin. Was willst du jetzt eigentlich von mir? Ja, was willst du denn von mir? Wie du früher hieß, du hieß früher Rolfi Golfi. Ja, das interessiert mich gerade nicht. Wie kommt denn ihr auf die Idee, mich einfach zurückzulassen? Ich bin gegen einen scheiß Baum gefahren, weil ich dir hinterherfahren musste. Schon wieder. Du hast mich einfach zurückgelassen. Ja, schon wieder. Ja, du hast mich einfach zurückgelassen. Hm. Du, Rolf, das ist, Nix, Rolf. Fahrer, nix, der, nix. Nee, Rolf ist vorbei. Herr Bayer, Rolf mit der Fahrer, mit der Fahrerei, das ist halt einfach so eine Sache. Das macht, glaube ich, ich weiß nicht. Ja, und deswegen fahren sie einfach weiter. Schon was von Unfallflucht gehört. Hm? Aber sie haben den super krasser Kopf. Ja, und? Unterlassene Hilfeleistung. Haben Sie jetzt gerade gesagt, ich bin Cop? Haben Sie jetzt gesagt, sie möchte gern Cop, habe ich gesagt. Sie haben gesagt, ich bin Cop. Ich hab sowieso keinen Bock auf euch, ich bin jetzt weg. Deine BGA wird noch brennen. Britzel, warte doch mal. Warte mal ab, bis ich fertig bin mit deinem Landhandel. Wo ist der? Da kommst du noch so hinter. So weit unten, wie du sitzt. Pass mal auf, jetzt fährst du erstmal los jetzt hier. Verstehst du? Dass wir fahren zur Stadt oder was auch immer. So, dass ich... Harald! Ja, bist du wach? Ja, ein bisschen. So, wir reden auch noch ein Wort, mein Freund. Wir reden auch noch ein Wort. So, hast du jetzt alle Türen mal auf und zu gemacht? Kannst du jetzt losgehen? Ich teste gerade die Knöpfe hier. Ich glaube, ich behalte den Wagen. Ja, nee, glaube ich nicht. Den Wagen werden wir nachher mehr versenken. Schon alleine wegen der Lackierung. Dieser Wagen schön da. Gehört ins Meer. Es wird ein schönes Korallenriff, ja? Links war die Ausfahrt, macht nichts. Was? Sag mal, Chef, sind wir eigentlich schon da? Wir sind schon in Schwatzingen. Echt jetzt? Ja. Ah. Du hast die ganze Fahrt gepennt, Alter, ohne Witz. Harald, wir werden ein Wort reden, das kannst du wissen. Du erzählst mir, Harald, ich hab Fragen. Oh ja. Du wirst gar nicht dazu kommen, ihn zu fragen. Und ich hab Antworten, das sag ich dir. Ich will Antworten. Wir fahren jetzt zu meiner BGA und dann schmeiße ich euch in den Fermentierer. Was? Warum? Nee, wie? Hä? An deiner Stelle wäre ich mal nicht so vorlaut, mein Freund. Mit dir habe ich auch noch einiges zu klären. Na? Was ist bei euch zwei Mimosen jetzt schon wieder falsch? Ich liefere euch jetzt ab und dann... Dass es uns zwei Mimosen gibt, sonst hättest du jetzt ein Loch im Planeten, Junge. Ja, ohne Scheiß. Das ist ja richtig, aber mehr in der Fresse, müsst ihr euch denn immer streiten? Oh. Ja, musst du dich immer entführen lassen? Ohne Scheiß. Und ja, irgendwelche komischen Vergangenheitsdinger machen, von denen wir nichts wissen? Ja, weißt du, ich kleb mir ein Schild auf die Stirn. Hier, ich bin der Harry, bitte entführen, wenn ich mal gerade hast du das früher gemacht, ja, mit dem Schild. Glaublich. Warum packst du drin, ey? Das gibt wieder Ärger, das weißt du, naja. Scheißegal, der soll seinen Maul halten. Herr Freezy! Sag mal, wie sprichst du, Alter? Freezy, rein in die Karre und rausparken. Ja, ich park gleich was anderes raus und dann packe ich es wieder ein. Herr Freezy, rein ins Auto und draußen hinstellen. Ich wollte zwei nur hier absetzen. Rein ich bin jetzt weg. Auto und draußen hinstellen. Herr Bayer. Ich muss los. Wir haben jemanden mitgebracht. Oh. Herr Freezy. Ich muss zu meiner Villa, ich muss was prüfen. Eine Blitzpiepe von den beiden. Na, schau doch mal rein da. Oh, Harry. Hey, Rolf. Grüß dich. Na? Wie geht's dir? Ja. Besser. Ich komm mal raus hier. Aus dem stinkigen Scheiß, Van. Komm mal raus, Harry. Bagger. Das ist ja auch für die Lackierung, Herr Manus. Ja gut, Herr Manus. Ist nicht hier. Hallo? Herr Bayer, ich hab mal eine Frage. So. Nein! Ich muss los, Leute. Herr Bayer, eine kleine Frage bitte nur. Ja, fragen Sie. Ja, stopp! Ja, warte. Herr Bayer, Sie wollen den ohne versicherungspflichtiges Kennzeichen jetzt hier rumfahren lassen? Ja, nee, der fährt mit dem Auto nicht. Der darf das da vorne auf dem Parkplatz stellen, das war's. Ja, okay. Guck mal, da sind keine Nummernschilder dran. Ich sag Ihnen, Herr Freezy, wenn Sie mit dem Auto außerhalb vom Parkplatz rumfahren sehen, nehme ich Ihnen alles weg. Alles! Ich würde jetzt gerne wetten. Moment, ich muss kurz. Moment. Er rast durch.
Ich hab grad 100.000 gewonnen. So. Jetzt bring ich ihn um. Ich muss jetzt gucken, was bei mir an der Villa. Wenn das Ding weg ist, krass dich aus. Eigene Bruder verpfeift sich bei den Cops. Wow, ja. Bäume hier, ey, die müssen mal gestutzt werden. Alles okay. Jetzt können wir wieder runterfahren. Und jetzt gibt es die Rache. Wo fangen wir denn an mit der Rache? Gustav? Okay, er ist nicht da. Wo? Chef, Gustav hat sich irgendwie abgemeldet. Er hat noch einen Termin. Ja, okay. Ich bin wieder da. Sehr schön, freut mich. Ja. Was? Und irgendwas verpasst? Ich war schon auf dem Hof, da steht irgendwie ein Fendt. Was macht ein Fendt bei uns? So, es ist ein Leihwagen, weil der Deutz kaputt ist. Weißt du, wo Gustav hin ist? Weiß ich nicht. Also der hat gesagt, er hätte mit dir alles geklärt gehabt und ja. Er hat um drei halt Feierabend gemacht und... Das glaube ich wohl. Ich weiß nicht, vielleicht Freundin oder so? Mhm. Ja, ja. Ist Liv da? Nö, habe ich bisher auch noch nicht gesehen und am Hof warst du jetzt auch nicht. Okay. Was ist denn los irgendwie, du? Ich du klingst so unentspannt. Ja, ich werde dir gleich alles erzählen. Ich muss noch eben einmal kurz zur Stadt. Ich muss nämlich noch was noch herausfragen und dann erzähle ich dir alles, was du wissen musst. Okay, ja.
Ja, mach mal ganz in Ruhe irgendwie. Du klingst irgendwie sehr angespannt. Das sag ich dir. So. Bis später, Mo. Jo. Der gleiche Führerschein her tun hier. So. Sag mal, Fritzl, was sollte das? Du hast mich fast angefahren. Halt mal die Schnauze eben. Du was? Sag mal, Alter. Also, jetzt reicht's gleich. Also sprichst du nicht mit Bella. Sollen das? Also über die Wortwahl bin ja selbst ich sprachlos. So. Sprichst du so mit Bella, Alter? Ja, weil ich wieder Quatsch laber. Die fährt mit 150 da durch, ich gehe rechts zur Seite, sie bewegt sich keinen Meter zurück und ich habe sie fast angefahren. Ach, laber doch keinen Schund, du bist fast an diesen komischen Stier da geraten. Weil ich ausweichen musste, weil du nicht zur Seite gefahren bist. Ja, weil du nicht Auto fahren kannst. Dir sollte man einen Führerschein abnehmen. Das ist schon mal versucht, ich euren Mittelpunkt zu finden beim Gespräch. Können wir uns bitte aufs Wesentliche konzentrieren? Das wäre schön. Einen Kaffee hätte ich gern. Ja, lass uns jetzt einfach mal reingehen nach oben, Peter, und lass uns einfach mal beruhigen, alle Mann. Gott, ey. Willkommen zurück in Schwarzing, ohne Witz. So. Mann. Hier ist etwas ohne Cola. Manche sind drauf. Ah, oh, nee, ich hab so ein bisschen Magen. Das ist Siro, guck hin. Nee, Tee, wäre mir lieber Pfefferminz. Ja, hab ich jetzt nicht gerade da. Was hast du wieder gemacht? Harald, jetzt ohne Witz, was, erzähl doch mal bitte, was da jetzt los war. Erstens, wer war dieser Typ an diesem Van? Ganz kurze Frage, warum stehen sie hier und die anderen drüben? Weiß ich nicht. Ich habe mich nur aus der Situation gezogen. Warum müssen manche Leute immer so schreien, Chef? Ich nicht. Herr Bayer? Ja? Warum nehmen Sie mir jetzt mein Auto weg? Weil ich Ihnen jetzt auch noch Ihr Führerschein wegnehme. Gut, kannst du gerne machen, aber warum nehmen Sie mir das Auto weg? Weil ich es Ihnen weggenommen habe. Warum? Beschlagnahmt ist. Warum? Sie gesagt haben, Sie dürfen nur draußen auf dem Parkplatz fahren, Sie sind damit weggefahren und dann noch viel zu schnell. Herr Bayer, ich hatte momentan kein Auto. Diskutieren Sie nicht mit mir. Ich will ja gar nicht diskutieren. Ich gebe Ihnen den Führerschein. Ich gebe Ihnen den Führerschein, alles gar kein Problem. Ich werde das, was Sie sagen, durchführen und werden wir auch so machen. Alles gar kein Problem. Nur, ich musste was checken bei mir im Haus. Ja. Wenn Sie mir auch fragen, kann ich Sie hinfahren können. Sie wollten wissen, ob der Deutz noch steht, oder? Ja, genau. Steht der Deutz noch? Er steht noch. Na Gott sei Dank. Sonst wird das jetzt hier anders laufen. So, hier, Führerschein, bitteschön. Danke, das Auto bleibt so lange hier, bis Sie den Führerschein wieder kriegen. Und wann kriege ich ihn wieder? Überlege ich mir noch. Ach, Fritze. Was denn? Ich brauche meine Heiratsurkunde. Die ist immer noch weg. Ich kann sie für dich beantragen am Standesamt. Und Herr Friedrichsen? Ja? Ich bin echt enttäuscht. Weswegen? Dass Sie das geglaubt haben, dass ich das gemacht hätte. Ich habe das nicht geglaubt, Herr Fritzl. Ich habe auch gesagt, du sollst hierbleiben, als du abgehauen bist. Aber der Bayer hat's geglaubt. Der hat nur die Beweismittel gesehen und eins und eins zusammengezählt. Das war in dem Moment die erst logische Schlussfolgerung. Ich glaube nicht, dass der Bayer als Mensch das geglaubt hat, sondern nur der Bayer als Polizist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich kann nicht in seinen Kopf gucken. Ich kann nur sagen, was da in Nuvutschaya vorgefallen ist. Das war ja wie eine Mafia-Krimi irgendwie. So, und dass wir da heile rausgekommen sind nach dieser Harakiri-Aktion, war auch mehr Glück als Verstand. Aber ich weiß nicht, was mit diesem Freispruch ist und was das für Zettel sind, die sie da gefunden haben. Ob das irgendwelche Zettel einfach sind, die irgendeiner erfunden hat, oder ob das wirklich hier Amtsdokumente sind. Ich muss das prüfen. Und da müssen wir mal mit diesem Freispruch reden. Da muss der Bayer den mal vorladen. Ja, sehe ich auch so. Gut, wollen wir uns dann trotzdem anhören, was mit dem Harry jetzt war? Ja.
Das fasse ich jetzt einfach nicht. Warum? Was ist denn jetzt? Ich glaube, den habe ich getroffen. Quatsch nicht. Ich glaube, den habe ich getroffen. Das muss einer von diesen Rednecks gewesen sein. Hä? Wen hast du getroffen? Ich auch Chaya, da wo du warst jetzt, wo sie dich hingebracht haben. Ja, weiß ich, wie das Nest ist. Ich hab da einen Blödsinn. Aber Rolf, Gespräch. Jetzt ohne Witze, was? Der Typ, der hier war, der sich als Corbin A. Maxwell ausgegeben hat. Haben Sie jetzt war auf den Boden gekotzt? Ja, fast. War nicht Corbin A. Maxwell. Ja, so schlau bin ich mittlerweile auch, ja. Nehmen wir das? So, bei denen habe ich getroffen in New Woodshire. Und der war, klar, der hat so ähnlich gesprochen, der sah so ähnlich aus, der war es aber nicht. Ja. Aber wer war dieser Typ? Weiß ich nicht, das müssten wir noch irgendwie... Und was wollte der von dir, Harald? Das würde ich aber auch gerne wissen. Ich weiß es nicht. Ich kenn keinen einzigen. Ich kenn, ach, und die haben sie einfach so mitgenommen. Einfach so aus Spaß. Aber ja. Harald, wenn du es uns nicht sagst, wem willst du es dann erzählen? Ich weiß es doch wirklich nicht, Mensch. Ich kann, wenn ich's wüsste, dann würde ich es dir erzählen. Glaub mir, ich habe genug von irgendwelchen Mist. Schon damals dieser Rotz mit Liv, wo der komische Mann, der ihn am Schweller hatte. Jetzt mal ohne Flachs und Dusel. Herr Hafer. Flachs und Dusel? Ja. Als ihr Chef damals das erste Mal angeklagt wurde hier in Schwarzing, ne? Ja. Da haben doch Sie ihm einen Anwalt besorgt, richtig? Ja. Den Herrn Freispruch? Ja. Woher kennen Sie denn den Herrn Freispruch? Der ist mal hier, der Herr Freispruch, den hab ich mal oben an der Kneipe hier, wo wir sonst immer hier Feierabendsbierchen trinken gehen, da habe ich den mal beim Mittagstisch gefunden, also getroffen vielmehr. So, und ja, man setzt sich ja dann dazu, sind ja sowieso alle bitte gesellig immer. Ja, da haben wir halt so ein bisschen geschwatzt und so und ja, er hat halt einen ganz passablen Eindruck gemacht. Ja, und da habe ich ihm halt so ein bisschen erzählt, weil, Chef, es tut mir ja leid, aber ich wusste nicht, wie ich dich da rauskriegen soll. Naja, und da hat er halt gesagt, dass sich das gut trifft, dass er ja Anwalt ist und er sich da drum kümmern kann, wenn ich das will. Ganz komischer Zufall, ja. So, und da, was ist denn jetzt mit einem Freispruch? Ich verstehe es nicht. Ich sag mal, habt ihr, Ja, sowohl der Herr Mahners als auch der Fritzl haben Dokumente gefunden mit dem Stempel vom Herrn Freispruch, wo zum einen drauf stand, dass die BGA brennen muss, dass der, die Deutschstatue verschwinden muss, dass der Landhandel sein, dass das Geld des Landhandels in den Vincenzo-Clan einfließen muss. Lauter solche Sachen, ja, und das hat ja alles mit dem Freispruch zu tun. Ja. Und da du den Freispruch damals angezogen hast, dachte ich mir, also eventuell kennst du den. Wir haben hier ein paar Zettel gefunden, die kann ich dir dann später noch zeigen, Harald. Da ist überall der Stempel vom Freispruch drauf. Also das Einzige, wo ich mich dran erinnern kann, ist, wo ich in dem Van lag, wo die sich da unterhalten haben. Der eine hat den das Klöbe, das war der Kopf der Bande, ich bin mir aber nicht sicher. Wie hieß der gleich nochmal? J.R. Rockefeller. Der Name Rockefeller ist doch auch da gefallen, wo wir da runtergerannt sind oder noch gelauscht haben, Miguel. Das stimmt sogar. Es war aber so, ja, irgendwas, also was ich weiß, ist, der ist total, also wahrscheinlich war der es ausgeflippt ist, der muss aber mit jemandem telefoniert haben. Also irgendwie suchen die hier was. Aber was? Hier in Schwarzing. Ich weiß es nicht, ne? Irgendjemand hat was von Schwarzing geredet, ja. Gäbe es denn hier, was man sucht für solche Leute? Aber da waren doch noch viel, viel, viel mehr dabei. Hast du da noch irgendjemand, irgendeinen Name gehört oder irgendwas anderes? Ganz schön. Harry? Keine Ahnung, das Einzige, ich glaube, einer hatte Hunger, der hat irgendwas von der Kammer erzählt. Das wollte ich dich gerade fragen, hast du irgendwas von Kammer gehört oder so? Weil das ist schon jetzt des Öfteren hier gefallen. Eine große Kammer oder sowas. Ja, Kammer, irgendwie sowas war gefallen, aber keine Ahnung, kann ja sein, dass sie Hunger gehabt haben oder was. Moment mal. Was denn jetzt? Was für eine Kammer? Wie ist also eine blaue von Kammer? Ich hab was von einer hohen Kammer gehört. Genau, hohe Kammer, ja, nicht große, hohe, ja. Sicher? Ja. Ja, gar nicht so gut. Okay, ich muss weg. Nee, Rolf. Was denn? Nee, komm mal zurück, bitte. Komm mal her, es ist...
Ey, ohne Flachs, ne? Mir geht ja sonst nicht gleich der Arsch auf Grundeis, ne? Aber wenn du schon stiften gehst, Rolf? Ich muss nur telefonieren. Aha. Rufst du den an, den ich denke, dass du anrufst? Ja, wen? Lass du uns vielleicht an euren Denken teilhaben? Es übersteigt die Gehaltsklasse. Also wenn ich das wahrscheinlich sogar recht mich nicht verhört habe mit hoher Kammer, dann ist ja... Ja, bis später. Aber wenn ihr mich verarscht... Nee, jetzt macht euch mal keine Gedanken. Der Bayer kam mal zu mir am Hof und der ist vom Huhn weggerannt. Vom Huhn? Ja. Ah ja. Aber ganz ehrlich... Keine Ahnung, also es wird irgendwie immer unheimlicher hier und immer verstrickter. Ja, aber jetzt mal ohne Flachs, ne? Ich kann doch auch nichts dafür, wenn irgendeiner, keine Ahnung, vielleicht sehe ich auch schon eben ähnlich, ich weiß es doch nicht. Ja, aber der hat auch irgendwas von deiner Vergangenheit auf diesen Zettel geschrieben. Ja, hat er wirklich, ja. Aber was Geld denn? Das Geld vom Landhandel soll in irgendeine Vincenzo-Dings-Clan da fließen und was weiß ich nicht alles, aber... Nee, da spielt sich überhaupt nicht ein, das könnte geht gehen. Ja, nee, ist schon klar, mal. Aber trotzdem, überleg mal, was da steht, Alter, und was mit, vor allen Dingen mit dem Freispruch. Was hat der damit zu tun? Aber im Großen und Ganzen, wir werden es jetzt nicht hier klären. Von daher, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich glaube, Bayer holt jetzt den Master schief. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Sonntagabend. Ich hoffe, das True Farming Wochenende hat euch gefallen. Wir sehen uns natürlich morgen 19 Uhr zum Montag wieder in Schönstadt in die Woche. Und ja, lasst das Däumchen da, schaut bei Physi vorbei. Bis dahin. Tschüss und ciao. Tschüss. Ciao.